Die Inflation hat Höhen erreicht, die man seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Kriegen die Notenbanken die Inflation in den Griff? Und was ist, wenn sie es nicht schaffen? Darüber möchte ich sprechen mit Thomas Meyer, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institutes. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag, Herr Schönmann-Fink. Freut mich, bei Ihnen zu sein. Die Fed hat begonnen, die Zinsen anzuheben und deutlich gemacht, dass sie gegen die Inflation vorgehen will. Kommt jetzt die Wende? Wurden die Notenbanken zu Unrecht für ihre Untätigkeit kritisiert? Ich glaube nicht. Weder kommt die Wende, noch wurden sie zu Unrecht für die zögerliche Haltung kritisiert. Wenn man sich das anschaut, dann kommt man doch zu dem Schluss, dass die Fed extrem spät auf die sich deutlich abzeichnende Beschleunigung der Inflation reagiert hat. Und wenn Sie sich dann anschauen, wie sie reagiert hat, dann ist ja ein 25-Basispunkt-Schrittchen mal das kleinstmögliche Schrittchen, das man machen kann. Auch die Projektion, die angegeben wurde für den weiteren Verlauf dieser Zinsanhebungen, ist ja so, dass man dann vielleicht etwas über 2, 2,5, maximal 2, 3 Viertel Prozent rauskommt mit der Fed Funds Rate. Angesichts des doch starken und ich denke lang anhaltenden Inflationsdrucks ist das natürlich extrem wenig. Die Realzinsen bleiben auf mittlere, ja, könnte ich sogar sagen, lange Sicht wahrscheinlich negativ. Und mit negativen negativen Realzinsen kann man keine Inflationswelle stoppen. Wobei natürlich die Inflationsrate nicht ewig so hoch bleiben wird wie jetzt. Sie wird hier wieder ein Stück runterkommen. Und dann ist die Differenz zwischen Leitzins und Inflationsrate gar nicht mehr so groß. Also zunächst mal sind natürlich Phasen wie die, die wir jetzt erleben, nicht nur durch hohe Inflation, sondern auch durch große Schwankungen der Inflationsraten gekennzeichnet. Insofern kann das in der Tat, wie Sie sagen, auch mal runtergehen. Die entscheidende Frage ist aber, wie ist der längerfristige Trend? Und da scheint mir eben doch die Wahrscheinlichkeit, dass wir längerfristig auf einem im Schnitt sehr recht hohen Niveau, für unsere Verhältnisse recht hohen Niveau bleiben werden und dass sich darum dann die monatlichen, vierteljährlichen, jährlichen Inflationsraten, dass sie dann darum dann erheblich schwanken. Also wir sind ja jetzt mal auf knapp 8% gestiegen in den USA. Das kann auch mal 3 werden, aber im Schnitt muss man wahrscheinlich eher so mit einer mittleren einstelligen Rate rechnen. Gott sei Dank nicht wieder zweistellig, wie schon mal in der Vergangenheit gesehen, denke ich. Aber mittlere einstellige Rate im Schnitt ist durchaus drin. Und das hat die Fed nicht auf dem Plan. Und die EZB erst recht nicht, wenn man so will. Auch wenn die Fed wenig macht, sie macht immerhin ein bisschen. Die EZB zögert ja noch mit den Schritten. Was heißt diese unterschiedliche Geldpolitik für den Euro? Also ich denke, dass der Euro noch schwächer gehen kann. Der ist ja schon deutlich schwächer geworden, aber da ist noch viel mehr drin. Wenn ich mir die beiden Zentralbanken anschaue, dann leiden die natürlich unter einem gemeinsamen Problem und das ist sind die hohen Schulden insgesamt in der Wirtschaft. Die Fed leidet aber weniger unter den hohen US-Staatsschulden, weil der amerikanische Staat sich halt immer noch sehr gut international finanzieren kann. Die US-Treasury sind halt das Safe Asset dieser Welt. Wenn man sich das so anschaut, dann hat 2020, wenn man das Jahr nehmen, in dem die Pandemie ausbrach, da hat sich die USA etwa zur Hälfte über die Zentralbank finanziert. Also die Hälfte der Neuemissionen der US-Treasuries sind auf die Bilanz der Fed gelandet. Bei der Eurozone waren es 95%. Also beide haben da Probleme. Aber die Fed ist meines Erachtens viel stärker vom Finanzsektor abhängig. Die Ökonomen würden sagen, sie steht unter Finanzdominanz. Macht sie zu große oder zu schnelle oder zu viele Schritte, kippt der US-Finanzmarkt um und das gibt ein riesiges politisches Problem.
in den USA, weil die Leute haben alle ihre 401k-Pensionpläne, die am Aktienmarkt hängen. Sie sind in der Regel Eigenheimbesitzer. Wenn die Zinsen rapide steigen, gehen die Eigenheimpreise in den Keller, gibt es riesige politische Probleme. Also da ist die Fed eingeschränkt. Die EZB hat weniger ein Problem mit dem Finanzmarkt, weil, also damit meine ich jetzt insbesondere den Aktienmarkt, weil da hängen ja viel weniger Leute dran bei uns. Aber sie hat ein riesiges Problem mit den Staatsfinanzen. Da ist sie wesentlich verwundbarer als alle anderen Zentralbanken dieser Welt. Denn sie hat ja 19 Staaten an der Backe, sage ich mal. Und in diesem Geleitzug, da bestimmt immer das langsamste oder in dem Fall das schwächste Schiff die Geschwindigkeit. Und in dem Fall ist das schwächste Schiff, auch weil es von der Masse her das größte ist, ist natürlich Italien. Und die EZB ist also da komplett unter der fiskalischen Dominanz der Eurozone insgesamt. Auch Frankreich hat ja eine gewaltige Staatsverschuldung, aber insbesondere von Italien. Und deshalb traut man sich da noch weniger als in den USA. Denn jede Ausweitung des italienischen Spreads wird so registriert wie das Vorbeben. Also da gehen alle diese Messgeräte, ne, wo man Vorbeben vielleicht antizipieren will, die schlagen dann aus und dann zieht die Angst ein. Insofern sind beide Zentralbanken enorm gehandicapt, aber ich denke, die EZB noch mehr als die Fed. Das Inflationsproblem schlägt also in Europa stärker zu als in den USA. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, Europa kann noch weniger tun als die USA. Also man kann den Aktienmärkten immerhin noch ein bisschen was zumuten an Zinserhöhungen, solange die Anleger die Erwartung haben, dass die Gewinne weiterlaufen, kann man einige Zinserhöhungen verkraften. Das haben wir jetzt gesehen. Also die 25 Basispunkte der Fed wurden ja nicht schlecht vom Markt aufgenommen. Aber im Euroraum ist es halt schon so, dass wenn da die Zinsen etwas deutlicher steigen, vor allem wenn sie die Spreads ausweiten, also gehen wir mal davon aus, dass die Bundesanleihen steigen würden und dann würden sich noch die Spreads deutlich ausweiten, dann ist sehr, sehr schnell Schluss mit lustig. Denn dann kommt Italien wieder in die Krise, dann muss die EZB zurückrudern. Das hat sie schon mal gezeigt. Ja, Frau Lagarde hat kurz nach ihrem Antritt da was soll ich sagen, sie ist auf eine Bananenschale ausgerutscht, die ein Reporter hingeworfen hat. Er fragte während der Pressekonferenz, ob sie sich denn keine Sorgen über den italienischen Spread machen würde. Und er sagte, es ist ja nicht die Aufgabe der EZB, den Spread zu kontrollieren. Und schon brach die Hölle los. Und dann mussten sie über Nacht zurückrudern. Herr Ley musste dann die Nachrichtenagenturen befüllen mit der Aussage, so war es gar nicht gemeint. Und dann kam alles wieder runter. Sie haben sich ja für Ihr Buch Das Inflationsgespenst mit der Geldgeschichte beschäftigt. An welche Phase erinnert Sie die heutige Situation? Also mich erinnert es an die 70er. Da gibt es ja verschiedene Meinungen dazu. Ich habe jetzt gerade erst wieder kürzlich gelesen, jemand sagte, das ist doch eher wie nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA, als dort eben auch die Inflation stieg, ne, als die GIs zurückkehrten und der unterdrückte Konsum wieder zurückkam. Aber was wir damals nicht hatten, war dieser enorme Anschub durch die Rohstoffpreise. Und was wir damals hatten, war ein deutlicher Anstieg des Produktionspotenzials durch die wie ist das Wort? Demobilisierung der Soldaten. Ne? Da kamen auf einmal neue Arbeitskräfte rein und dann schoss das Wirtschaftswachstum nach vorne. So, heute haben wir sehr verhaltenes Wachstum der Erwerbspersonen. Ja, denn wir sind eine alternde Gesellschaft im Westen und sogar auch jetzt im Osten. Und gleichzeitig diesen gewaltigen Anschub durch die Rohstoffpreise. Und das erinnert mich schon an die 70er Jahre. 1973 hatten wir den Yom Kippur-Krieg, also den Krieg der Araber gegen die Israelis. Die Israelis haben sich wie die Ukrainer damals sehr erfolgreich gegen den Angriff gewehrt. Dann hatten wir von der arabischen Seite her das Ölembargo. Die OPEC drehte den Ölhahn zu, die Preise schossen in die Höhe. Und interessanterweise wurden die Zentralbanken damals wie auch heute kalt erwischt von dieser Sache.
Man kam aus den 60ern raus, eigentlich so mit der Vorstellung, dass die Inflation irgendetwas von gestern sei. Das war ja alles eine sehr schöne, stabile Situation. Wir waren ja in einem quasi Goldstandard, im Bretton Woods-System nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hing ja der Dollar am Gold, noch zur alten Roosevelt-Rate von 35 Dollar pro Unze. Und die anderen Währungen hingen am Dollar. Dann schnitt Richard Nixon den Link durch. Das war wie gesagt 71. Und auf einmal gab es die ungezügelte Geldvermehrung. Die Banken konnten dann im Fiat-Kreditgeldsystem, die konnten durch Kreditvergabe neues Geld schaffen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Die Zentralbanken hatten die Bedeutung der Geldmenge verlernt. Das ist eine alte Geschichte. Also man kam schon im Mittelalter drauf, dass zu viel Geld die Preise laufen lässt. Das ging dann als Quantitätstheorie an. Aber das hatte man vergessen. Und insofern wurde man dann von diesem Ölschock komplett überrascht und hatte dann jede Menge Geld im Umlauf, das benutzt werden konnte, höhere Preise zu bezahlen. Und dann kam das Ganze in Schwung. Ja, dann stiegen die Löhne, weil die Arbeitnehmer wollten natürlich einen Ausgleich für den Kaufkraftverlust. Die Zentralbanken scheuten sich, da auf die Bremse zu treten. Das könnte ja die Wirtschaft abwürgen. Und dann kam man in diese in diese Preis-Lohn-Preisspirale rein, die dann einen Fahrt aufnahm und keiner wusste so recht, was man tun sollte. Und so ähnlich ist es heute. Krieg, Ukraine, damals war es Yom Kippur, jetzt ist es Ukraine-Krieg, Rohstoffpreisexplosion, damals war es Öl, jetzt ist eine ganze Palette von Preisen, die nach oben gehen. Und wieder haben wir die Bedeutung der Geldmenge vergessen. Wenn Sie sich da mal die letzte Pressekonferenz von Frau Lagarde anschauen, werden Sie bemerken, dass die Geldmenge M3 mit keinem Wort erwähnt wurde. Und keiner der anwesenden Journalisten hat danach gefragt. Das erinnert ein bisschen an die Situation Anfang der 70er Jahre. Die Quantitätsgleichung, die Quantitätstheorie war in Vergessenheit geraten. Damals hat es dann ja, ein großer Ökonom, Milton Friedman, hatte sie wieder dann aus der Versenkung geholt und hat dann den Monetarismus begründet. Damals ging dieser Monetarismus in der Wirtschaftswissenschaft, wurde der das dominierende Paradigma. Und dann wechselte dieses Paradigma rein in die Politik und wurde dann dort angewendet. Die Bundesbank begann schon Mitte der 70er Jahre, sich an Geldmengenzielen zu orientieren. Aber der wirkliche Durchbruch war dann Anfang der 80er Jahre unter Paul Volcker. Da wurde also mit Rückkehr auf die Quantitätstheorie von Friedman modernisiert im Monetarismus, wurde dann die Inflationswelle gebrochen mit brutal hohen Zinsen. Fed Funds Rate 20%. 10-jährige Treasury mal kurzfristig auf 16%. Heute haben wir, wie gesagt, auch wieder die Geldmenge vergessen. Wir werden das jetzt lernen, so langsam. Wir haben wie damals einen gewaltigen Geldüberhang, das ich in meinem Buch dann auch noch erkläre. Also die gegenwärtige Geldmenge steht weit über dem Betrag, der sich ergeben hätte, wenn man die Trends der vergangenen Jahre fortgeschrieben hätte, weit über dem Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts. Also wir haben diesen Geldüberhang wie in den 70er Jahren wieder. Aber wir haben einen gravierenden Unterschied, ein wesentlicher Unterschied. Wir haben eine viel, viel höhere Verschuldung als damals. Damals war die US-Staatsverschuldung 30% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, da konnte der Volcker dann die Zinsen hochreißen. Jetzt sind sie 130% des Bruttoinlandsprodukts. Und die Italiener, die haben knapp 160, die Griechen haben über 200. Die Franzosen haben auch, glaube ich, 120, 130. Also wir sind jetzt in einer enorm überschuldeten Welt, überall. Und wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich, dass wir zwar ein Problem haben in den 70ern, aber die Lösung der 80er ist uns versperrt. Das Beste, was wir hoffen können, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber es ist eine Möglichkeit und eine Hoffnung, dass wir die Schulden über negative Realzinsen so weit abtragen können, dass letztendlich dann durch eine Zinsanhebung, die den Realzins auf wirklich spürbar positiven
für Reiche bringen, wie die Inflationswelle stoppen können. Aber das wäre das positive Szenario, dass wir durch diese finanzielle Repression die Schuldenlast etwas reduzieren können. Wenn das Best-Case-Szenario ist, wie sieht denn dann der Worst-Case aus? Ja, also wenn man sich die Geschichte des Geldes anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass eigentlich die Geschichte des Geldes eine Geschichte seiner Krisen ist. Immer wieder gibt es Krisen, Geldkrisen, die von den Inflationswellen vorausgeht. Und unterm Strich ist es eigentlich immer eine ungezügelte Geldvermehrung. In wenigen Fällen gelingt es, diese Geldkrisen im bestehenden System wieder einzufangen. Also da kann man natürlich dran denken, an die Zeit der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg, also sowohl der Dollar als auch das Pfund, existierte weiter. Da hatte man die finanzielle Repression. Die Verlierer, wenn es einen politischen Umschwung gab, dann gab es dann oft auch Währungsreformen. Denn dann gibt es einen Nachfolgestaat, der kann die Probleme auf den Vorgängerstaat schieben. Denken Sie an Hyperinflation in Deutschland 1923, die Einführung der Rentenmark 24 war eine Währungsreform, oder nehmen wir die 48er Währungsreform von der Reichsmark zur D-Mark. Also insofern gibt es die zwei Möglichkeiten, es runterzuarbeiten oder aber durch eine Währungsreform zu verändern. Wenn ich mir die Situation jetzt bei uns anschaue, wäre die Lektion aus der Geschichte, es ist eigentlich weniger jetzt mit der Währungsreform zu rechnen. Das wäre dann der Fall, wenn wir jetzt einen großen politische Krise in Europa hätten und der Euro würde politisch zerfallen. Ja, dann würde man sagen, jetzt was Neues. Aber wenn ich mir das anschaue und vor allem jetzt auch durch die Bedrohung aus dem Osten, wird natürlich der europäische Zusammenhalt eher enger. Dann glaube ich, dass die Auflösung dieses Systems eigentlich eher dahin gehen würde, oder dieses Problem, soll ich sagen, dahin gehen würde, dass der Euro zur wirklichen Weichwährung wird. Ich rede in dem Buch von der Liraisierung des Euros. Das ist jetzt nicht polemisch gemeint, sondern das beschreibt im Grunde genommen die Konstellation, die in Italien existierte, als die Lira noch galt, nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems. Denn da war es dann so, dass die Banca d'Italia verpflichtet war, den Staat zu finanzieren, wenn er das nicht mehr zu akzeptablen Zinsen konnte. Also eine ganz enge Verschmelzung von Geld- und Fiskalpolitik, wie wir es jetzt in dem neuen Regime sehen. Das sollten die Maastricht-Verträge ja verhindern. Enge Verschmelzung von Geld- und Fiskalpolitik. Ein politisches Management der Wirtschaft, sehen wir jetzt auch, Green Transformation und so weiter. Und das führt dann dazu, dass die Währung eigentlich ja so zur Schwundwährung wird, zum Schwundgeld. Die italienische Lira hat zwischen 1971 bis zum Eintritt in den Euro um 82% gegenüber der D-Mark abgewertet. Die italienische Inflationsrate war im Schnitt 9,5%. Am Schluss war eine so große Bereitschaft da, diese Währung zu ersetzen durch etwas anderes, ja, dass die italienische Regierung damals unter Romano Prodi Steuern einführen konnte, damit man die Maastricht-Kriterien gerade noch schaffte, um in den Euro reinzukommen. Und ich glaube, die Geschichte würde lehren, dass wir so eine ähnliche Entwicklung sehen im Euroraum, dass der Euro zur Weichwährung wird, also praktisch zur neuen Lira, nicht wie mal versprochen die neue D-Mark, sondern die neue Lira, und dass es dann alternative, andere Modelle gibt, die interessanter werden. Damals war es die Gemeinschaftswährung, die dann für die Italiener eine Lösung ihres Problems bieten. Heute könnten es andere Modelle sein, heute könnten es Kryptowährungen sein oder sonst was. Das heißt, wir sehen die Flucht aus dem Geld. Richtig, also das Geld hat ja, der Ökonom würde sagen, hat ja so drei Funktionen. Das ist Mittel zum Tausch, dann als Recheneinheit und als Mittel zur Wertaufbewahrung. Und die Funktion als Mittel zur Wertaufbewahrung, die ist weg. Die anderen Funktionen, die verschwinden, wenn die Inflation dann deutlich mehr steigt. Soweit sind wir noch nicht. Das war ja auch in Italien der Fall, schreiben Sie in Ihrem Buch. Da hat man das Geld nicht lange gehalten, sondern in andere Dinge investiert. Die Italiener sind damals vor allem in Immobilien gegangen. Das war so die Art und Weise, wie man versucht hat, den Geldwert zu erhalten. Deshalb sind die heute ja viel reicher, wenn man sich die EZB-Statistiken anschaut, als die deutschen Haushalte, die damals eben auf Nominalanlagen gesetzt haben. Die Italiener haben auch, muss man ihnen sagen, sie haben nur dann Staatsanleihen gekauft, wenn sie einen wirklich saftigen Zins kriegten.
Ja, und der Staat hat dann auch, um überhaupt sich noch zu finanzieren, hat er den Italienern die Anleihen mit hohen Zinsen ausgestattet, die er aber nicht bezahlen konnte, sodass er immer wieder, um die Zinsen zu bezahlen, neue Anleihen aufgelegt hat. Das war das so eine Art Ponzi-Spiel. Ja? Also wenn ich so aus Neuverschuldung schon die Zinsen zahle. Und da war natürlich, die Währungsunion war für Italien ein Gottesgeschenk. Denn dann wurde das ganze Ponzi-Scheme wurde jetzt sozusagen europäisiert. Der Staat konnte das gar nicht mehr zahlen. Der war praktisch am Ende. Und irgendwann, wenn so eine Briefkette in so einem Ponzi-Spiel, so ein Kettenbrief, wenn der dann ans Ende kommt, dann brauchen sie ein neues Publikum. Und das war dann das Europublikum. Vor allem die Deutschen sind jetzt dabei, ne, dass das Spiel weitergeht bei den Italienern. Also die sind sehr klug, von denen kann man sehr viel lernen. Aber sie haben dann also sehr stark in Immobilien investiert. Aktien mochten sie nicht, das ist auch sehr verständlich. Damals, denn die italienischen Aktien, der italienische Aktienmarkt war bestimmt von ineffizienten Staatsunternehmen. Ja? Also die produzierten ja keine Gewinne, da war der Aktionär, hatte nur Verluste. Und international war man da noch nicht so unterwegs. Heute würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Mittel der Wahl für den Anleger, sind Aktien, weil die kann man viel besser, würde ich mal sagen, handeln als Immobilien. Das ist ja irre Transaktionskosten bei Immobilien. Sie sind nicht so teuer, sie sind nicht so hoch bewertet wie nachgefragte Immobilien bei uns. Und wir können raus aus dem Euroraum. Das ist ja das Gute, ne? Und deshalb bin ich eigentlich jemand, der sagt, wir brauchen keinen Home Bias. Das ist ja das, was die Finanzökonomen immer sagen, was der typische Anleger hat. Der kauft lieber das Zeug zu Hause. Wir sehen immer vor der Tagesschau die Bilder vom DAX. Ja? Aber der DAX ist nicht der Referenzindex. Wir müssen rausgehen. Ja? Wir müssen als Anleger einen Foreign Bias entwickeln. Also ich würde sagen, wenn wir hier in Deutschland uns vor diesem Euroverfall schützen wollen und noch Zeit haben, Anlagezeithorizont haben, dann ist wahrscheinlich die beste Anlage ein globales Aktienportfolio. Gab es denn eine Phase in der Geldgeschichte, wo es auch mal gut lief? Ja, natürlich, das gab es. Also der Goldstandard war so eine Zeit, wo es gut lief. Das war so die Zeit 1870 rum bis 1914. Die Wirtschaft blühte auf. Wir hatten die zweite Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts noch, ich glaube, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, da dachten die Leute, ein Krieg ist unmöglich. Wir sind jetzt inzwischen so miteinander verzahnt, die Globalisierung ist so weit fortgeschritten und alles läuft. Kein Mensch würde jetzt noch einmal einen Krieg riskieren, um diese schöne, wunderbare Welt mit hartem, stabilem Geld, einer laufenden Wirtschaft, tollem Wachstum, zu gefährden. Ja. Aber wie Sie schon sagten, die Pfuscherei am Geld zieht sich durch die Jahrhunderte. Wenn man die Geldgeschichte durchschaut, kommt es immer dann, wenn der Staat dann besondere Geldnöte hat. Ja. Ich habe in dem Buch dann auch noch nachgeschaut, das chinesische Papiergeld, das war ja eine Erfindung privater Händler, weil das chinesische Eisengeld, das war ja wahnsinnig unhandlich. Da brauchte man ja 1 Pfund Eisengeld, um 1 Pfund Salz zu kaufen. Das war wirklich eine Schlepperei ohnegleichen. Und da haben findige Händler Papierscheine eingeführt als Hinterlegungsscheine und haben das selbst schon missbraucht, also mehr Scheine ausgegeben, als hinterlegt war. Und dann kam der Staat drauf, der viel Geld brauchte und das System übernahm und mehr Scheine ausgab, als an tatsächlichem Geld hinterlegt war, sodass es da auch zu Inflation, Hyperinflation kam und man das wieder beendet hat, zurück auf Silber ging. Dann gab es immer wieder in der Geschichte, wir hatten ja gerade die Globalisierung erwähnt, 1914, wir brauchten die Staaten Geld, um Krieg zu führen. Da hat man den Goldstandard praktisch beendet und hat Geld gedruckt. Dann kam in der Zwischenkriegszeit, nachdem dort sehr viel Geld in Umlauf gebracht wurde, in den Kriegszeiten, Deutschland führte das, wie gesagt, zur Hyperinflation. In der Zwischenkriegszeit hatte man dann eine sehr, sehr turbulente Geldzeit, ja, wo also immer wieder Krisen, Finanzierungskrisen. Die Rückkehr zum Goldstandard gelang nicht so richtig. Im Zweiten Weltkrieg hat man wieder eine gewaltige Geldvermehrung, die dann in Deutschland eben wieder zu einer Währungsreform führte, bei den anderen durch negative Realzinsen wieder eingegangen. Das Bretton Woods-System war eigentlich auch so eine Zeit relativer Stabilität des Systems. Ne? Die kamen ja 1948, kamen diese
ging das los und das hielt ja auch bis Ende der 60er und dann war es wieder weg, weil die Amerikaner den Vietnamkrieg finanzieren mussten. Wir müssen jetzt die Corona-Krise finanzieren und womöglich noch den Ukraine-Krieg. Ja? Also da baut sich auch wieder ein Geldüberhang auf, wenn wir es jetzt so sehen, wenn man sich die Geldmengenentwicklung betrachtet, der Inflationspotenzial darstellt. Das wird jetzt übersetzt sich jetzt in höhere Konsumentenpreise und wird wahrscheinlich eben wie damals, auch wie in den 70er Jahren, auch noch über Jahre uns beschäftigen. Das System ist zum Scheitern verurteilt, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Also ich denke halt, dass sich so wie in Italien die Leute vom Geld abwenden werden. Die Liraisierung des Euros, die ich jetzt da so sehe, wie sich das alles so praktisch nach dem italienischen Muster entwickelt, führt halt dazu, dass sich die Leute abwenden. In Italien, wie gesagt, waren die dann begeistert, dass sie die Lira gegen den Euro eintauschen konnten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wir haben ja ein neues Element jetzt, nämlich die Kryptowährungen. Die sind schon meines Erachtens so ein bisschen wie die Einführung des Papiergelds in China in der ersten Jahrtausendwende. Das kam ja dann im 17. Jahrhundert rüber nach Europa. Und dieses Papiergeld hat schon das Geldwesen verändert. Und ich denke, dass die Kryptos auch das Geldwesen verändern werden. Und über die Zeit werden sich vermutlich die Leute dann möglicherweise Alternativen zum staatlichen Geld, zum Euro, in Form von Kryptogeld suchen. Das ist noch eine sehr junge Sache. Die Kryptos schwanken sehr stark, weil sie praktisch noch in der Entwicklungsphase sind. Es ist noch nicht klar, welche Coin sich da durchsetzen wird. Die größte ist natürlich Bitcoin, aber da gibt es ernstzunehmende Konkurrenten, Ether aus dem Ethereum-System und andere Coins. Aber das sortiert sich noch aus, wie auch damals sich das Papiergeld aussortiert hatte. Aber ich denke, dass das letztendlich dann so zu einer Alternative werden könnte zu dem Fiat-Kreditgeld, das die Staaten wieder unterminiert haben. Und dann ist natürlich immer noch die Uraltwährung Gold. Die ist natürlich auch immer noch interessant und wird auch ihre Rolle weiterhin spielen. Man sieht es ja jetzt schon, der Goldpreis hat sich wieder erholt, nachdem er zwischenzeitlich mal ein bisschen durchgesackt war. Aber wir werden uns wegbewegen, denke ich, von dem Staatsgeld. Herr Mayer, vielen Dank. Bitteschön. Was glaubt ihr, wie es mit der Inflation und unserem Geldsystem weitergeht? Schreibt es mir in die Kommentare.